Glaube nur. Sitzen, seid von Herzen alle willkommen. Heute begrüßen wir unseren lieben Besuch aus Südamerika. Steht mal auf, Namen werden wir nicht nennen. Seid einfach gesegnet und fühlt euch wohl in unserer Mitte. Gott, der Herr, segne euch. Schön, dass ihr gekommen seid. Amen. Dann haben wir heute auch unseren Bruder Momcilo Petrovic in unserer Mitte, der ja die gewaltige Arbeit in der serbo-kroatischen Sprache leistet, neben seiner beruflichen Tätigkeit. Steh doch mal auf, wo bist du, Bruder Momcilo? Deine Frau kann mit aufstehen. Ja, das ist unser Bruder, der ja Tag und Nacht damit beschäftigt ist, zu übersetzen, damit alle, die vorher zu dem Jugoslawien-Imperium gehörten und die serbo-kroatische Sprache sprechen, dass sie jeden Rundbrief bekommen, alles, was wir veröffentlichen, das bekommen sie, ob es in Pristina ist oder in Zagreb ist oder in Belgrad ist, wo immer es sein mag. Alle werden betreut und wir sind auch dafür sehr dankbar. Bruder Helmut Miskis kennen ja alle, der für die portugiesische Sprache tätig ist, auch bei Tag und bei Nacht. Wir schätzen unsere Brüder, die neben ihrer regulären Arbeitszeit für den Herrn da sind und ihre Zeit ihm zur Verfügung stellen. Dann haben wir heute ein besonderes Zeugnis in unserer Mitte und ich möchte bitten, dass unsere teure Schwester, ich nenne sie mal Schwester Etienne-Genton, aufsteht. Wo bist du? Wo bist du? Bitte? Ganz hinten. Ganz hinten. Da haben wir, Gott segne dich,
da haben wir ein lebendes Wunder. Vor 4 Wochen, ganz schlimm, Krebs im Kopf, um es einfach auszudrücken. Riesenoperation stand bevor und siehe da, alles gelungen, gesegnet und geheilt in unserer Mitte. Der segne dich. Amen. Wir freuen uns. Wir freuen uns über alles, was Gott tut. Und ich habe natürlich einen urgewaltigen Bericht, werde mich dabei kurz fassen. Ihr wisst, Gott öffnet die Türen und die Herzen in alle Welt. Und auch besonders jetzt in China. Ich war ja vorher in Shanghai, aber diesmal in Peking. Und so Gott will, werden die Prediger des vollen Evangeliums zu einer Versammlung zusammenkommen. Ich wurde einfach gebeten, wiederzukommen und das vorzutragen, was Gott seinem Volke in dieser Zeit zu sagen hat. Es war tatsächlich urgewaltig, in welch einer Weise der Herr die Türen und die Herzen öffnet. Und die größte Überraschung war in der Mongolei. Ihr wisst ja, da bin ich zum ersten Mal gewesen und es lag mir einfach auf dem Herzen, dass da etwas Besonderes geschehen möge. Und so war es auch. So war es auch. Nicht nur die kleinen Versammlungen, die wir hatten, sondern auch eine besondere Versammlung in einem Predigerseminar, wo Evangelikale studierten, und mir wurde die Zeit einfach zur Verfügung gestellt, um alles zu sagen, was der Herr mir aufgetragen hat. Und es war einfach gewaltig, in welch einer Weise Gott gesegnet hat. Und das Schöne war, unser Bruder Lukram hatte 1000 Exemplare von unserer Broschüre »Das Christentum gestern und heute« extra drucken lassen, und wir haben verteilen können, hat 200 Videos mitgehabt und die haben wir verteilen können, so dass alle den Kontakt zu uns und auch wir den Kontakt zu Ihnen bekommen haben. Einfach gewaltig, bis hin zu einer kurzen Ansprache im Gefängnis. Stellt euch mal vor, ein buddhistisches Land, und siehe da, Gott hat die Türen geöffnet, eine Einladung im Gefängnis zu predigen. Und wisst ihr, was da geschah? Nicht nur, dass einige ihre Entscheidung für den Herrn getroffen haben, sondern die verantwortliche Dame sagte: Ich möchte, dass Sie mir die Genehmigung erteilen, dass wir Ihr Buch in unsere staatliche, Library, also in Bibliothek, dass wir Ihr Buch, das Sie hier vorgestellt haben, in der staatlichen Bibliothek auch hinbringen können. Einfach gewaltig, wie Gottes Wort durchgedrungen und in die Herzen der Menschen gelangte. Und dann war ein besonderer Prediger, ich muss dabei ein wenig lächeln, aber der sagte unserem Bruder Lukram: Erst wenn dieser Mann aus Deutschland mir ein Schreiben seiner Gemeinde vorzeigen kann, dass er ein Empfehlungsschreiben hat, dann werden wir ihn auch sprechen lassen. Ja, und dieser Mann, der kam dann
an einem Abend nach einer Versammlung und siehe da, Gott hat Großes in aller Kürze getan. In weniger als einer Stunde war alles geschehen. Und dieser Mann war so überwältigt, dass er mich an meinem Abreisetag, der Flug war um 11.50 Uhr und er bat mich um 8 Uhr noch in seine Gemeinde zu kommen und das Wort zu verkündigen. Ich habe gestaunt. Der Saal war voll. Morgens um 8 Uhr an einem Wochentag. Nur weil Gott Großes getan und das Wort des Herrn wirklich durchgedrungen ist und der Herr Gnade geschenkt hat. Es ist nicht unser Tun, es ist wirklich das, was Gott in unserer Zeit tut. Auch der Gedanke kam mir, Bruder Branham, der von Gott gesandte Mann mit einem außergewöhnlichen heilsgeschichtlichen Auftrag, hat in seinem ganzen Leben 15 Länder besucht, in 12 gepredigt und dann heimgegangen. Und heute schauen wir zurück auf 157 Länder, in die das Wort Gottes getragen werden konnte. Und wer in der Apostelgeschichte nachliest, wie beschwerlich in der Zeit die Reisen waren und Paulus an die Brüder in Rom geschrieben hat, auf meine Reise werde ich euch, nach Spanien werde ich euch in Rom besuchen. Wie viel Zeit ist da vergangen? Heute steigen wir in Zürich ein und steigen in Peking aus nach 10 Stunden und ein paar Minuten. Gott hat wirklich für alles gesorgt. Und das Allerbeste ist die Übertragung. Das Allerbeste ist die Internetübertragung. Und als mir gestern Bruder Hammerstuck sagte, hör mal, Bruder Frank, ich werde, wenn du in Zürich predigst, werde ich mit dem Auto unterwegs sein. Aber sei unbesorgt, ich habe den Anschluss. Ich höre deine Predigt in meinem Auto, während ich fahre. Das muss man sich mal vorstellen. Wofür Gott die Technik in unserer Zeit gebrauchen kann. Es ist einfach wunderbar. Man kann es mit Worten nicht ausdrücken, was ich empfinde. Vor Jahren haben wir uns in Krefeld Gedanken gemacht, wie wir einen Masten aufstellen könnten und wie wir das Wort in alle Welt bringen könnten. Und siehe da, Gott hat wirklich für alles Sorge getragen. Euch herzlichen Dank für die Gebete, die mich begleiten. Und die Frucht wird offenbar werden. Die Frucht wird offenbar werden. Danke auch den Sängern für die beiden Lieder. Ja, der Tag naht, wo unsere Leibe verwandelt werden. Das Herz, das Leben ist schon verwandelt. Aber bei der Wiederkunft des Herrn wird unser Leib aus der Sterblichkeit in die Unsterblichkeit versetzt werden. Und wir werden den Herrn schauen und ihm gleich sein. Das ist volles Evangelium. Volles Heil, das Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Ihr habt sicher gehört, vielleicht auch nicht. Am Freitag hatten wir eine Hochzeit in Krefeld, gestern
eine Hochzeit im Raum Stuttgart und ich habe zum ersten Mal die Schweizer Hymne gehört. Zum ersten Mal die Schweizer Hymne gehört. Urgewaltig, einfach urgewaltig. Eine solche Hymne hat kein anderes Land. Wir sind dankbar, dankbar dem lebendigen Gott, dass er alles so geführt und geleitet hat, dass er Bruder Brenhem nach Zürich und nach Lausanne kommen konnte, um das Wort des Herrn zu bringen. Und als er die Schar, die erlöste Schar, sah, dann sagte er, die Schwestern sahen aus, als wären sie aus der Schweiz und aus Deutschland. Hat einfach mal diese beiden Länder hin, bitte alle aus Frankreich, ihr seid mit einbezogen, wir sind ja alle dabei. Aber er hat die Schweiz nie vergessen, nie vergessen. Und auch Deutschland nicht selbst, als ich das Gespräch mit ihm hatte, hat nach Dr. Guggenbühl gefragt, hat nach Bruder Müller gefragt, ja, es lag ihm einfach auf dem Herzen. Und Gott ruft, wie schon gesagt, aus allen Völkern und Sprachen heraus und dass er uns die Gnade geschenkt hat. Sein Wort, die letzte Botschaft, ausgewogen, wirklich im Gleichgewicht zu verkündigen, das ist Gnade und nochmals Gnade. Vieles wäre zu berichten von dem, was Gott tut. Das andere werden wir gar nicht näher erwähnen. Aber auch der Feind tut das Seine, um Störungen hervorzurufen. Doch der Herr ist der Sieger und alle, die auf der Seite Gottes stehen, sind unter göttlichem Einfluss. Sie werden sich vom Feind nicht beeinflussen lassen, sondern auf dem Worte stehen bleiben. Als ich die beiden Hochzeiten erwähnte, kam mir auch noch folgender Gedanke. Stellt euch vor, wie Gott auch da alles führt und leitet, dass auch unsere Jugendlichen nüchtern und klar bleiben, dass das irdische Leben irdisch geordnet wird. Aber stellt euch vor, ich würde bei einer Hochzeitspredigt aus dem 1. Timotheus, dem 2. Kapitel lesen, wo Paulus den Frauen sagt, die Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, was würden die mir dann bei der Hochzeit, bei der Trauung sagen? Und wenn ich noch weiterlesen würde, ich gestatte keiner Frau, dass sie lehrt und sich die Gewalt über den Mann anmaßt. Stellt euch mal vor, ich würde solch einen Text bei einer Trauung lesen. Die Leute müssen mir sagen, lieber Bruder Frank, du bist hier fehl am Platze. Ja? Man muss doch einfach wissen, wo was hingehört. Da muss man doch aus Sprüche 31 lesen. Ja? Und da muss man aus Prediger 6, aus Prediger 8 lesen. Dann muss man einfach die Bibelstellen lesen, die wirklich zu dem Anlass passen, die dahin gehören, doch nicht das, was als Belehrung später in der Gesamtgemeinde dargelegt werden muss. Auch diese Gnade hat Gott uns einfach geschenkt, dass wir bei klarem Verstand immer zu dem betreffenden Anlass auch das rechte Wort finden. Es waren gesegnete Tage. Gott, der möge auch die jungen Leute segnen und mit ihnen sein. Wir haben von Abraham gehört und Brüder und Schwestern, kein Mann Gottes ist so oft erwähnt worden wie Abraham.
ob im Römerbrief, ob in den Galaterbriefen, wo immer, wo immer. Abraham glaubte Gott. Er glaubte Gott und er gehorchte, was der Herr ihm sagte. Lass mich nur diese Stelle lesen aus Römer, dem 4. Kapitel. Römer, 4. Kapitel. Hier steht von Vers 17 geschrieben, Römer 4, von Vers 17. Nach dem Schriftwort zum Vater vieler Völker habe ich dich gesetzt, vor dem Gott, dem er geglaubt hat, welcher die Toten lebendig macht und das noch nicht Vorhandene benennt, als wäre es schon vorhanden. Vers 18, Abraham hat da, wo nichts zu hoffen war, doch hoffnungsvoll am Glauben festgehalten, damit er der Vater vieler Völker würde nach der Verheißung. Bitte merkt euch immer das Wort Verheißung. Nach der Verheißung, so unzählbar soll deine Nachkommenschaft sein. Und ohne im Glauben schwach zu werden, nahm er, der fast 100-jährige Mann, die Erstorbenheit seines eigenen Leibes und den schon erstorbenen Mutterschoß der Sarah war. Trotzdem ließ er sich im Hinblick auf die Verheißung, Gottes nicht durch Unglauben irre machen, sondern vielmehr wurde er im Glauben immer stärker, indem er Gott die Ehre gab und der festen Überzeugung lebte, dass das, was Gott verheißen hatte, auch, dass er es auch zu verwirklichen vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Einfach gewaltig. Nicht auf sich, auf sein Leib, auf Umstände geschaut, sondern auf Gott, der die Verheißung gegeben. Und wir haben es oft gesagt, Gott selbst hat doch die Verheißungen gegeben und die Verantwortung für ihre Erfüllung übernommen. Und deshalb sind doch alle Verheißungen, die Gott uns geschenkt hat, ja und Amen und finden ihre Erfüllung durch uns. Die Hauptverheißung vor der Wiederkunft Jesu Christi ist doch, dass die Botschaft zurück zum Wort, zurück zum Anfang, allen Völkern und Sprachen verkündigt wird und dann soll und wird das Ende kommen. Wie oft wird das Wort und der Begriff Botschaft in den Mund genommen von Menschen, die ihre eigenen Wege gehen, noch nicht mal eine Bekehrung oder Wiedergeburt, geschweige eine Geistestaufe erlebt haben. Sie haben den Buchstaben, aber nicht die Offenbarung, die dazugehört. Abraham hatte die Verheißung und er wusste, Gott erfüllt, was er verspricht. Denkt daran. Als dann Isaak geopfert werden sollte und Gott der Herr zu Abraham sprach, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn
auf dem Ort, den ich dir zeigen werde. Abraham hat nicht ein einziges Wort dagegen gesagt. Er sagte seinen Knechten, wir gehen hin, um anzubeten und wir kommen wieder zurück, wir. Und Isaak musste das Holz für den Altar tragen. Isaak musste das Holz tragen. Und Abraham hat ihn als Opfer dargebracht und holt aus. Und siehe da, in dem Moment hat Gott der Herr gesprochen. Es ist offenbar geworden, dass du nicht nur glaubst, dass du gehorsam bist. Und Gott hat es doch bestätigt. Brüder und Schwestern, nach außen hat es so ausgesehen, als würde jetzt zerstört, was Gott verheißen hatte. Nämlich in Isaak soll deine Nachkommenschaft gesegnet werden. Und ehe die Nachkommenschaft beginnen konnte, sollte er nun als Opfer dargebracht werden. Aber es ist Heilsgeschichte. Schon im Alten Testament hat Gott die neutestamentliche Heilsgeschichte vorschattiert und durch all diese Beispiele schon zu uns geredet. Bitte denkt immer daran, dass Gott zu seinem Worte steht. Aber denkt daran, dass es unsere Verantwortung ist, zu glauben, wie die Schrift es sagt. Wirklich, wie die Schrift es sagt. Und dazu könnte man sehr, sehr viele Bibelstellen lesen, in denen unser Herr die Betonung darauf legt, wenn ihr in meinem Worte bleibt, dann seid ihr meine wahren Jünger. Das Gegenstück wäre, wenn ihr nicht in meinem Worte bleibt, dann könnt ihr meine wahren Jünger nicht sein. Und deshalb die Betonung, Himmel und Erde werden vergehen. Jede Deutung, jede Auslegung, alles wird vergehen. Aber Gottes Originalwort bleibt in Ewigkeit bestehen. Und dieses Originalwort ist doch der Same, den wir aufgenommen haben und bis heute, das wissen alle Landwirte am besten, was gesät wird, das geht auch auf. Wer Weizen sät, wird Weizen ernten. Und unser Herr ist so als Weizenkorn gestorben. Johannes 12, wo unser Herr selber gesagt hat, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, nicht in die Erde fällt und stirbt, dann kann das Leben, der Lebenskeim ist doch da drin. Aber zuerst sterben und dann kommt das im Samen enthaltene Leben hervor. So ist es mit der wahren Gemeinde. Unser Herr war das Wort, er war das Wort. Und mir gefällt eigentlich das hebräische Wort Dabar noch ein wenig besser. Nicht nur Logos, wie im Griechischen ein Wort, das ausgesprochen wird, sondern Dabar, der Redende, der das Wort ausspricht, ist selber das Wort. Er ist alles in allem. Es ist einfach wunderbar, wie Gott es führt. Und was die Botschaft der Stunde betrifft, Brüder und Schwestern, so haben wir tatsächlich das außergewöhnliche Vorrecht, dass wir von Anfang an nichts hinzugefügt, nichts weggenommen haben und alles, was Bruder Brenhem sagte, in die Schrift zurück eingeordnet. Ob es erwähnt werden soll, weiß ich nicht, aber es gibt einen Bruder in der Karibik, der einfach nicht zur Ruhe kommt, der vor Jahren ein Buch geschrieben hat und mich wohl 65 Mal namentlich darin erwähnt hat und jetzt neu,
wohl über 100 Mal erwähnt hat. Und dann seine Taktik ist, der Prophet hat gesagt, und dann steht es daneben, und dann Dr. Frank hat gesagt, und dann, aber nicht ein einziges Mal, nicht ein einziges Mal in der gesamten Abhandlung die Schrift aber sagt, nicht ein einziges Mal. Wir sind an dem interessiert, was Gott in seinem Worte gesagt hat, und da wird alles in wunderbarer Weise harmonisch eingeordnet. Auch das darf mal wieder erwähnt werden. Das Vorrecht, das Gott mir, dem Ärmsten, ja, gegeben hat, dass ich den Herrn erleben durfte. Schon 1948, dann 49 und dann kamen all die Jahre mit den übernatürlichen Erlebnissen. Und dann Bruder Brenhams Dienst kennengelernt. Und was war in meinem Herzen nach den Versammlungen? Ja, nach der ersten Versammlung nur eine Frage. Was glaubt dieser Mann? Was lehrt dieser Mann? Wie tauft dieser Mann? Mir war nicht darum zu tun, eine Gabe der Heilung zu bekommen, wie er sie hatte. Ich sah, dass Gott mit ihm ist. Und deshalb muss die Lehre, die er hat, muss stimmen. Sonst würde Gott das Wort nicht bestätigen. Und dann besonders, ja schon 55, aber dann 58, ich habe es nicht mehr aushalten können. Da waren all die großen Evangelisten mit Ruf, Rang und Namen, die vormittags und nachmittags gepredigt haben. Und manchmal konnte man den Eindruck haben, als sei die Plattform zu klein, das Mikrofon genommen und hin und her. Und abends war Bruder Brenhem der Hauptredner. Ja, einen Abend, den zweiten, den dritten Tag, und das genügte. Und das genügte. Und ich bin wieder zu Bruder Brenhem gegangen. Und habe gesagt, hör mal, ich sehe den Unterschied zwischen deinem Dienst und all den anderen Brüdern. Worum geht es? Worum geht es? Was glaubst du, was lehrst du? Und seine Antwort war, geh zu Bruder Leo Mercer, er nimmt all die Predigten auf, bitte ihn, dass ihr die einige Predigten mitgibt, damit du weißt, was ich glaube und lehre und wie ich taufe. Dann bin ich eben mit diesem Paket abgereist. Das war ein so wichtiger Tag in meinem Leben. Und dann natürlich von 1958 doch jede Predigt bekommen, die er in den USA gehalten hat. Bin doch unter seinem Dienst geistlich gewachsen und habe durch die Gnade Gottes mich in alles hinein versetzen können. Und als dann die Zeit erfüllt ward und sein Dienst zum Abschluss gekommen war, dann brach ein neuer Zeitabschnitt an. Und deshalb ging doch in Erfüllung, was ihm 33 gesagt wurde, die Botschaft, die dir anvertraut worden ist, wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Der Herr hat den Botschafter genommen, aber die Botschaft ist uns geblieben und die tragen wir in alle Welt. Und so gewiss geschrieben steht, dass Gott einen Propheten wie Elia senden wollte, am Ende des Tages des Heils, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn
anbricht. Warum gerade Elia? Es gab doch einen Jesaja, einen Jeremia, einen Hesekiel. Es gab doch große Propheten, die die Heilsgeschichte, zum Beispiel Jesaja, mit 66 Kapiteln von A bis Z beschrieben hat. Genau so viele Bücher gibt es jetzt im gesamten Alten und Neuen Testament. Jesaja hat 66 Kapitel geschrieben und die ganze Bibel besteht aus 66 Briefen oder Kapiteln. Ich meine jetzt Bücher. Brüder und Schwestern, warum Elia? Elia hat den Altar aufgebaut. Elia hat das Volk Gottes zusammengerufen. Elia hat gesagt, wenn Gott ist, dann dient ihm. Wenn Baal Gott ist, dann geht seine Wege. Und die Entscheidung wurde getroffen. Der Altar wurde aufgebaut. Worum geht es jetzt? Nur um irgend Worte zu machen? Nein, es geht darum, das ursprüngliche Fundament zu finden. Und auf diesem ursprünglichen Fundament, das von Aposteln und Propheten gelegt wurde, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist, darauf muss gebaut werden. Nicht auf dem Sand, auf dem alle bauen, sondern auf dem von Gott bestätigten Fundament. Und dann geht in Erfüllung, was in 1. Timotheus 3,15 geschrieben steht, dass die Gemeinde Säule und Trägerin der Wahrheit, Grundfeste und Säule der Wahrheit. Die Gemeinde Jesu Christi ist doch kein Lügengebäude, kein Deutungsgebäude. Da kann nicht jeder machen, was er will. In der Gemeinde Jesu Christi existiert die göttliche Ordnung, die Wiederherstellung alles dessen, was am Anfang war. Und das ist die Botschaft der Wiedererstattung, die Gott uns in besonderer Weise durch den Dienst Bruder Brenhams hinterlassen hat. Heute werden wir einfach nur zusammenfassen. Die Predigt haben wir eigentlich schon aus Epheser 1 gehört. Wisst ihr, was Paulus in einem einzigen Kapitel dargelegt hat? Einmal urgewaltig. Habt ihr alle mitgehört? Habt ihr alle mitgelesen? Habt ihr alle zu Herzen genommen? Jeder Vers in Epheser, dem ersten Kapitel, ist doch Heilsgeschichte uns vor Augen geführt und das, was der Herr am Anfang getan hat und jetzt auch aus Gnaden am Ende tut. Bitte nehmt es auf, nehmt es an, dass Gott eine Gemeinde haben wird, ohne Flecken, ohne Runzel, ohne Vermischung. Mögen die Törichten tun, was sie tun, die Klugen werden Gott glauben, die Klugen werden im Worte Gottes bleiben. Aber hier diese gewaltigen Aussprüche, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das schreibt ein Bruder, ob es ist, weiß ich nicht, einen 14-seitigen Brief und beanstandet, dass der Herr mich nicht als Sohn angesprochen hat, sondern als Knecht. Erstmal geht das gar nicht, das geht einfach gar nicht, denn wir sind nicht Kinder des Herrn, wir sind Kinder Gottes. Aber auch darauf wollen wir gar nicht näher eingehen. Ich habe nur 4 Seiten gelesen, den Rest habe ich gar nicht mehr gelesen. Menschen haben den Verstand und der ist noch zerrüttet und der ist noch zerrüttet. Wer kann Gott dem Herrn sagen, wie er jemanden ansprechen soll oder nicht? Es ist keine Gottesfurcht unter den Leuten. Sie haben Gott persönlich noch gar nicht erlebt, wissen gar nicht, wo er wohnt, wie er heißt und was er verheißen und wie er sich offenbart. Aber möchten andere in Zweifel ziehen oder das, was Gott gesagt hat, in Zweifel ziehen. In jedem Fall freuen wir uns darüber, dass Gott keinen Menschen fragen braucht, sondern selber
entscheidet, was er tut und welche Aufträge er gibt. Und hier auch in Vers 7, in unserem Erlöser, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Wo wird heute in den Botschaftskreisen über die Erlösung durch das Blut noch gepredigt? Fantasie und nochmals Fantasie und sonst gar nichts. Und besonders über die 7 Tonnen. Und da haben wir einfach diese selige Gewissheit, dass jedes Wort Gottes so Erfüllung finden wird, wie geschrieben steht, und alles, was Gott noch nicht getan hat, das wird er noch tun. Keine Verheißung wird unerfüllt bleiben. Das habe ich im Übrigen in diesen Tagen im Josua gelesen, dass er das Zeugnis hinterlassen hat, dass keine Verheißung, die Gott gegeben hatte, unerfüllt geblieben ist. Und so wird auch keine Verheißung unerfüllt bleiben, die Gott uns geschenkt hat. Josua 21, Vers 45. Josua 21, Vers 45. Von allen Segensverheißungen, die der Herr dem Hause Israel gegeben hatte, war keine einzige unerfüllt geblieben. Alle waren eingetroffen. Amen. Halleluja. Gott ist Gott. Er ist von Umständen nicht abhängig. Nein, er ist souverän in all seinem Handeln. Und wie wir schon zu Anfang gesagt haben, Brüder und Schwestern, die Verheißungen Gottes. Und dazu lasst mich aus Lukas 24 lesen. Lukas 24. Hier wird nicht nur die Verheißung allgemein erwähnt, sondern das gesamte geistliche Gut, das Gott uns aufgrund der Verheißung gegeben hat. Lukas 24, Vers 47 und dann bis 49. Und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden, zuerst aber in Jerusalem. Ihr seid die Zeugen hierfür. Und jetzt hört bitte gut zu. Und wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Also nicht nur eine Verheißung, sondern alles, was die Verheißung beinhaltet. Alles, was dazu gehört, das sende ich auf euch herab. Die Verheißung beim ganzen Alten Testament. Im Neuen Testament ist die Verheißung mit der göttlichen Realität erfüllt. Mit allem, was in dieser Verheißung einbegriffen war. Also, und wisset wohl, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet werdet. Hier haben wir nicht nur die Verheißung, sondern das Verheißungsgut. Alles, was in allen Verheißungen beinhaltet, was hineingelegt wurde, hat Gott uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt. Kraft der vollbrachten Erlösung haben wir den Zugang bekommen und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes ist alles,
was in der Erlösung geschehen ist, uns von Gott geschenkt worden. Es war die Erfüllung alles dessen, was Gott in allen Verheißungen gesagt und was darin für uns bereitet war. Sagen wir es noch einmal, was wir in dieser Zeit betonen. Zurück zum Wort, zurück zum Anfang. Und auch das möchte ich einmal deutlich sagen. Auch auf dieser letzten Reise haben Tränen meine Augen gefüllt. Immer wieder die Feststellung, überall ist Anbetung, überall Musik, überall, überall. Aber wo ist das Wort? Wo ist das, was Gott uns verheißen hat? Überall, ja, man nennt es Gottesdienste und keiner scheint zu begreifen, was unser Herr in Matthäus 15 und dann auch in Markus 7 gesagt hat: Vergeblich verehren sie mich, weil sie Menschengebote zu ihren Satzungen gemacht haben. Gott ist wahrhaftig und alle, die ihn anbeten wollen, müssen nicht können, sondern müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und nur Gottes Wort ist Geist und ist Leben. Nur durch das Wort redet Gott zu uns. Nur im Worte wird uns der Heilsplan unseres Gottes vor Augen geführt. Und nur durch den Heiligen Geist wird er uns geoffenbart. Also, dem Herrn, unserem Gott, sei Dank, dass wir jetzt leben dürfen, dass wir jetzt von dem erfahren haben, was Gott uns verheißen hat. Und ich sage euch, wir werden nicht leer ausgehen. Amen. So war Gott den Früh- und den Spätregen verheißen, und so wahr er den Frühregen gegeben hat, so wahr wird er den Spätregen geben. Wir werden nicht leer ausgehen. Wir werden mit dem reichsten Segen Gottes ausgehen, den er uns verheißen und aus Gnaden schenken wird. Auch das haben wir hier schon gesagt. Bruder Brenham hatte einen bevollmächtigten Dienst. Er hatte eine Wiedererstattung, wie sie im Buch geschrieben steht. Und kein anderer Evangelist hat sich auf Johannes 14, 12 berufen, nur Bruder Brenham, wo unser Herr gesagt hat: Die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun, und noch größere als diese werdet ihr tun, denn ich gehe zum Vater. Bruder Brenham hat diese Verheißung, diese Zusage für sich persönlich genommen. Er hat sie geglaubt. So wie Abraham geglaubt hat, was Gott der Herr ihm sagte, so schien es und so war es, dass Bruder Brenham gerade diesen Vers, nicht nur Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus derselbe, den haben viele gebraucht. Aber gerade diese Stelle: Die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun, und noch größere. Und siehe da, Gott hat sein Wort erfüllt. Er hat doch alles getan. Mehr hat nicht geschehen können, als schon geschehen ist. Also, der Herr ist treu. Und ich sage es noch einmal, wir werden nicht leer ausgehen. Wir glauben, was Gott uns verheißen hat, und wir werden empfangen, was Gott uns verheißen hat. Das gesamte Gut, das Gott der Gemeinde in der Wiedererstattung verheißen hat, wird offenbar werden, so gewiss Gott über seine Worte wacht. Und auch wir schauen nicht auf uns, nicht auf unsere Gebrechlichkeiten, die wir noch an uns haben mögen.
Wir schauen auf den, der die Verheißung gegeben hat. Und seid einmal ehrlich, hat nicht Gott in uns ein Verlangen hineingelegt, ein ihm wohlgefälliges Leben zu führen? Haben wir nicht die Sehnsucht in uns, ihm zu gefallen? Und so gewiss Henoch Gottes Wohlgefallen hatte vor der Entrückung, so gewiss muss und wird Gottes Wohlgefallen auf uns ruhen. Was steht von Henoch? Henoch wandelte mit Gott. Wir wandeln mit Gott. Du wandelst mit Gott in Übereinstimmung mit seinem teuren und heiligen Worte. Und auch das haben wir immer wieder gesagt. Wer mit Gott übereinstimmt, der ist auch in Übereinstimmung mit dem Wort. Und wer mit dem Wort übereinstimmt, ist auch in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Man kann den Willen Gottes nicht vom Worte Gottes trennen. Im Worte Gottes ist der Wille Gottes uns nahegebracht worden. Und deshalb glauben wir, wie die Schrift sagt, und nehmen alles, was der Herr uns bereitet hat, im Glauben auf. Und seid auch darin ehrlich, hat Gott uns nicht ein Wachstum geschenkt? Hat er nicht seine Hand hier und da auf uns gelegt und uns damit oder damit nicht durchgehen lassen, dass wir, wie in Epheser 4 geschrieben steht, den alten Menschen abgelegt haben und den neuen Menschen angezogen haben, der nach Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen ist. Der Herr hat wirklich Großes aus Gnaden an uns getan. Und da sagte Bruder Brennim wohl, irgendjemand hat wohl diesen Ausspruch gemacht: Ich bin nicht, was ich sein sollte, aber ich bin auch nicht mehr das, was ich einmal war. Ja, noch nicht das Ziel erreicht und trotzdem zielbewusst in der wirklichen Überzeugung, dass er, der begonnen hat, auch vollenden wird. Was den Auftrag betrifft, so lese ich immer gern das Zeugnis des Paulus aus Apostelgeschichte 22. Hier steht geschrieben, Apostelgeschichte 22, Vers 14. Er aber fuhr fort: Der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und einen Ruf aus seinem Munde zu vernehmen. Einen Ruf aus seinem Munde zu vernehmen. Eine Sendung. Und die steht in Vers 21. Doch er antwortete mir: Mache dich auf den Weg, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Das Wort senden ist von allergrößter Bedeutung. Mose war ein Mann, den Gott senden konnte. Gott, der Herr, war im Feuer herabgekommen, sagte aber zu Mose: Ich sende dich und werde mit dir sein. Alle Propheten waren Gesandte des allmächtigen Gottes. Johannes, ein Mann von Gott gesandt, mit der Botschaft Gottes für den Zeitabschnitt. Und alle, die das Wort aus seinem Munde gehört haben, hatten Anteil an dem, was Gott damals getan hat. Das habe ich hier auch schon gesagt. Liebe Brüder und Schwestern, es überwältigt mich einfach.
Es überwältigt mich, wenn in Lukas 1, Vers 16 und 17 geschrieben steht, dass er durch seinen Dienst dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zuführen wird, dann muss es doch so gewesen sein. Wer waren denn die Leute, die nach Jerusalem geeilt sind? Wer waren sie, die am Pfingsttage dort waren? Da waren zwei Gruppen. Die einen spotteten und sagten, die Leute sind voll süßen Weins. Das war die eine Gruppe. Und die andere, was müssen wir tun? Was sollen wir tun, um selig zu werden? Und dann, wer Apostelgeschichte 2 bis Vers 41 liest, der wird feststellen, dass es nicht nur 120 waren, sondern dass es am Schluss 3120 waren. Dass 3000 dazu kamen an einem einzigen Tage. Die Herzen waren vorbereitet. Dasselbe geschieht jetzt. So gewiss durch den Dienst Johannes des Täufers die Herzen in Erwartung gebracht wurden, wie doch Johannes selber gesagt hat, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommt, ist größer als ich. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Sie mussten doch da sein, wo diese Verheißung Erfüllung gefunden hat. Gott sorgt für alles zur rechten Zeit. Nur glauben und dann da sein, wo sich die Heilige Schrift erfüllt. Ich bin überwältigt. Ich bin einfach überwältigt. Und so gewiss der Dienst Johannes des Täufers dem Herrn ein wohlgefälliges Volk bereitet hat. Und ihr könnt nachlesen, er hat das Herz der Väter den Kindern zugewandt. Der zweite Teil steht nicht mehr in Lukas 1, so wie er in Malachi 3, 23 steht. Nur der erste Teil. Der zweite Teil erfüllt sich jetzt, wo Gott das Herz der Kinder Gottes, den Vätern, den Aposteln, das, was am Anfang war, wieder zurück dorthin gebracht hat, dass wir zum ursprünglichen Glauben zurückkommen. Oh, wie wunderbar ist Gottes Wort. Brüder und Schwestern, manchmal könnte man jauchzen und dann auch immer wieder die Frage, ob es alle verstehen. Und irgendwann habe ich es tatsächlich gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass die Zuhörerschaft mehr versteht, als ich in der Predigt gesagt habe. Könnte das sein? Trifft das hier auch zu, dass ihr beim Hören der Worte Gottes noch andere Zusammenhänge sieht und das Gesamtbild sich vor euch einfach darstellt, dass ihr teilhabt an der Verkündigung und durch den Geist Gottes in alles hineingeführt wird. Doch, das ist so, das ist so. Und dann geht in Erfüllung, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Es ist nicht die Botschaft Bruder Brenhams, es ist die Botschaft Gottes, die er gebracht hat, zurück zum Wort, zurück zum Anfang, zurück zum Ursprung und damit vollendet Gott in unserer Zeit sein Erlösungswerk, seinen Heilsplan, den er vor Grundlegung der Welt gefasst hat. Und auch das wollte ich vorhin sagen, wenn man in Gemeinden dient, wo man genau sieht, alle glauben, was sie wollen, alle tun, was sie wollen, kümmern sich überhaupt nicht um das, was Gott wirklich der Gemeinde zu sagen hat. Viel Schmerz, viel Seelenschmerz ist damit verbunden.
Und ich sage es euch auch, Gott schenkt mir die Gnade, in Liebe und taktvoll zu sagen, was gesagt werden muss. Ich bin Gott dankbar, vielleicht auch schon meine mitgegebene Natur. Kompromisse kommen nicht in Frage und besonders in geistlichen Dingen. Aber die Verkündigung muss in Liebe geschehen. Die Leute müssen feststellen, dass hier nicht ein Urteil gesprochen, sondern helfende Hände ausgebreitet sind, die der Herr seinem Volke entgegenstreckt, um zu helfen. Und Gott hat uns am Tage des Heils geholfen. Wir können wirklich nur danken. Und auch der Anteil, den Gott uns in dieser Zeit geschenkt hat, allen Völkern und Sprachen, das ewig gültige Evangelium. Alles, was zum Ratschluss Gottes gehört und jetzt zur Erfüllung kommt, in die Verkündigung einzubeziehen und das Volk Gottes zu informieren. Ich habe es immer wieder gesagt und werde es wiederholen. Die Verantwortung, die wir vor Gott jetzt tragen, ist die größte, die es auf Erden gegeben hat. Dass wir wirklich alles mit einbeziehen. Lass es mich deutlich sagen, alles mit einbeziehen, was in den vier Evangelien steht. Was Petrus, was Jakobus, was Paulus, was Johannes und was Bruder Brenhim geoffenbart wurde, dass wir alles harmonisch in die göttliche Heilsgeschichte einordnen und im Volke Gottes zeigen, so sieht der Heilsplan unseres Gottes aus. Hier sind wir angekommen und wir unser geliebter Bruder aus Südamerika immer wieder sagt, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Und so danken wir Gott, dem Herrn, für sein Wort, für die Leitung des Heiligen Geistes, für die Einführung in den Heilsplan unseres Gottes. Und noch einmal das Wort aus Epheser, dem ersten Kapitel, den 9. Vers. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Welch eine Tiefe ist in solch einem Vers. Er hat uns, dir, mir, uns, die wir heute hier sind, uns, die wir heute sein Wort hören, er hat uns, das Geheimnis seines Willens kundgetan. Amen. Nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte, vor Grundlegung der Welt vorgenommen, in unserer Zeit zur Ausführung bringt und uns aus Gnaden im Voraus geoffenbart, Brüder und Schwestern, was wollt ihr noch mehr? Ja. Gott, der Herr, hat persönlich durch sein Wort mit uns gesprochen. Amen. Und hat mit seinem Geist Offenbarung und Klarheit geschenkt, uns in Anschluss an das gegeben, was für diesen Zeitabschnitt von Gott bestimmt worden ist. Und dann noch Vers 10. Sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wäre. Bis die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten. Gott hat eine Heilsordnung und in dieser Heilsordnung verläuft alles. Und in diese Heilsordnung hat er uns doch hineingeführt.
er hat uns das Geheimnis seines Willens geoffenbart und hat uns direkt mit hineingenommen, hineingeführt in die Entwicklung dessen, was er sich vor Grundlegung der Welt vorgenommen hat. Mehr hat Gott nicht tun können und auch nicht brauchen. Er hat alles getan, alles getan. Könnt ihr es glauben? Amen. Könnt ihr es aufnehmen? Könnt ihr es annehmen? Und es wird euch von Gott geoffenbart werden. Dann ist es nicht mehr die Botschaft Bruder Brenhims. Dann ist es die göttliche Botschaft, die er durch Bruder Brenhim neu auf den Leuchter gestellt und so bestätigt, wie es keine Bestätigung auch in den Tagen der Apostel hat es solch einen Dienst nicht gegeben, derselbe Dienst, den unser Herr als Menschensohn und Prophet hatte, derselbe Dienst hat sich in unserer Zeit wiederholt. Das ist der übernatürliche Teil im Dienst Bruder Brenhims, der nur ein Mensch war, wie du und ich und Elia ja auch sagen konnte und von ihm gesagt wird, Elia war ein Mensch wie wir. Der Dienst, das Übernatürliche hat Gott gewirkt. Ich habe es mir irgendwo notiert, wie oft der Herr in der Feuersäule herabgekommen ist und zu Bruder Brenhim direkt gesprochen hat und das Übernatürliche in unserer Zeit geschehen ist. Und lass es mich nochmals sagen, Bruder Brenhim war nur ein Mensch, verheiratet, ein Mensch wie alle anderen auf Erden. Er ging jagen, er ging angeln, hatte mehr Zeit für die Dinge wie ich. Und trotzdem der gewaltigste Dienst, den es je auf Erden gegeben hat, um unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was Gott uns in dieser Zeit zu sagen hat. Bitte nehmt es zu Herzen. Noch einmal diesen herrlichen Vers. Er hat uns, die wir heute zuhören, die wir heute in allen Völkern und Sprachen versammelt sind, uns, die wir heute online zugeschaltet sind, er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Er führt sein Vorhaben aus und wir dürfen Anteil daran haben. Wir brauchen nur noch auszurufen, Maranatha. Und ich glaube, es geht uns allen gleich, ob jung oder alt, es geht uns allen gleich. Wir passen nicht in diese Welt hinein. Wir gehören nicht in diese Welt. Und unser Herr hat ja gesagt, ihr seid nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Unsere Heimat ist dort in der Höhe, wo man nichts weiß von Trübsal und Weh. Vielleicht auch noch die Bemerkung, ich hoffe, sie wird recht verstanden, aber wir leben in einer Zeit, wo alles drunter und drüber geht und bei uns im Lande ist die Diskussion, ob der Wortbegriff Ehe überhaupt noch bestehen bleiben kann, ob die Ehe noch so, wie sie bekannt war, überhaupt noch bleiben kann. Der Wortbegriff Ehe soll früher oder später ganz
gestrichen werden, weil man ja dafür ist, dass Männer mit Männern und Frauen mit Frauen ihre Beziehungen haben, aufgebaut haben, da fasse man sich an den Kopf. Schlimmer wie zu Sodom und Gomorra. Gott hat doch nicht dem Adam einen Mann, Gott hat ihm eine Frau zugeführt. Hat sie doch aus ihm herausgenommen und ihm zugeführt. Die göttliche Ordnung wird über den Haufen geworfen. Es ist wirklich schlimmer wie in Sodom und Gomorra. Und dabei kam mir der Gedanke, Gott wartet ja nicht darauf, dass sich alles austobt in alle Richtungen. Gott wartet, dass in dieser verworrenen, verirrten und verwirrten Zeit die Letzten herausgerufen werden, die Stimme Gottes hören und dass die Wiederkunft Jesu Christi stattfinden kann. Auch diesbezüglich hat Bruder Brenim doch immer wieder das Wort aus Lukas 17 verwendet. Es wird sein wie in den Tagen Sodoms, wie in den Tagen Sodoms. Aber damals gab es tatsächlich zwei Dinge. Es gab den Abraham und seine Gruppe, die Auserwählten, die der Herr besucht hat und sich unter die Terebinte setzte, die Füße waschen ließ und mit Abraham ein Mahl gehalten hat. Und erst danach gingen die beiden Engel nach Sodom und haben Lot mit Macht genommen und herausgeführt. Und genauso ist es in dieser Zeit. Der Herr hat sein Volk gnädigst heimgesucht, wirklich heimgesucht, ist zu uns gekommen, hat mit uns geredet, das Mahl mit uns gehalten, den Tisch immer wieder reich mit seinem geoffenbarten Worte gedeckt. Selig sind unsere Augen, weil sie sehen, und unsere Ohren, weil sie hören, und unsere Herzen, weil sie glauben. Heute werden wir Gott dem Herrn ein Dankopfer darbringen, denn er hat Großes an uns getan. Gemeinsam werden wir die Kraft seines Blutes rühmen, die Kraft seines geoffenbarten Wortes. Es ist doch nicht der tote Buchstabe, sondern lebendig gemacht, wie geschrieben steht. Das Wort Gottes ist lebendig, schärfer wie jedes zweischneidige Schwert und es dringt hindurch. Das Wort ist durchgedrungen, hat uns im tiefsten Inneren erreicht und unsere Augen sind geöffnet und die Herzen haben alles im Glauben auf- und angenommen. Habt ihr alles verstanden? Amen. Der Herr hat damals auch gefragt, als er zu Ende war mit den 7 Gleichnissen in Matthäus 13, hat er seine Jünger gefragt, habt ihr das alles verstanden? Und sie sagten, ja Herr, wir haben es verstanden. Ich bitte Gott, dass er uns alle, die wir in diesen Tagen seine Worte hören, dass er uns Offenbarung durch seinen Geist schenkt, dass wir alle alles recht verstehen, von Gott gelehrt sind und in die tiefsten Geheimnisse seines Wortes und seines Willens eingeführt werden. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei der Lobpreis jetzt und in alle Ewigkeit dargebracht. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und mögen einige Brüder nach vorne kommen. Geliebte Brüder, lasst euch nicht nötigen. Kommt einmal nach vorne. Und vielleicht kommt unser Bruder Momcilo heute auch mal. Und Bruder Miskis auch mal. Ja. Oh Gott. Oh himmlischer Vater. Mein Gott. Ich danke dir für das große Vorrecht, Halleluja, dass wir auch heute wieder in deinem Namen versammelt mein sein dürfen. Gott. Mein Gott. Herr, unsere Herzen sind voller Dankbarkeit. Oh Gott. Dass es zur Abendzeit Licht geworden Amen. Ist. Und dass wir oh dieses Gott. Licht
des geoffenbarten Wortes mein Gott, in unserer Mitte haben dürfen. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass du heute zu uns geredet hast, zu unseren Herzen. Amen. Und wir haben auch heute wieder richtig verstanden. Amen, amen. Haben an- und aufgenommen. Gott. Herr, ich danke dir, Gott, dass du für uns einen teuren Preis bezahlt ja, hast. Ja, Herr. Herr, du hast alles für uns getan, was du tun konntest. Herr. Wir können alles aus deinen Händen nehmen. Ja, Herr. Herr, bewirke, dass niemand in diesem Raum mein Gott, an deiner Liebe mein Gott, und an deiner Gnade vorbeigeht. Gott, mein Gott. Hilf uns, Herr, dass wir ab heute ja, mit dir wandeln. Amen. Und lass uns den Rest unseres Gott, Lebens Gott, nur noch dir dienen, Herr. Amen. Herr, du bist die einzige Gott, Quelle Halleluja, des ewigen Lebens. Halleluja. Erfülle und versiegle uns mit heiligem Geiste, Amen, Herr, dass wir in Wahrheit deine Braut sein dürfen. Amen. Die sagt Preis, Ehre und Dank Gott, für alles in Jesu Namen. Gott. Amen. 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 Halleluja. Gott. Herr, wir danken dir, dass du uns auf Felsengrund gestellt hast. Dass du uns die Augen und die Herzen geöffnet hast. Herr. Wir haben nicht auf Sand gebaut. Mein Gott. Nein, wir haben auf Felsengrund Halleluja, gebaut. Halleluja. Dafür danken wir dir, Herr, dass du in allen Zeiten deine Knechte bereitet hast, mein Gott, dass du sie gesandt hast, um Gott, deine Braut, deine Kinder heraufzurufen. Herr, du hast uns auch aus Sodom und Gomorra herausgerufen. Mein Gott, Halleluja. Wie ein brennendes Schein aus dem Gott, Feuer hast du uns herausgezogen. Gott. Und wir danken dir, Herr, dass du so gnädig warst. Ja, Herr. Dass wir hören durften. Amen. Dass wir erkennen durften. Amen. Dass deine Wahrheit auf den Leuchter gestellt wurde. Gott. Wir danken dir, Herr, für all deine Knechte. Danken dir auch für Bruder Frank. Mein für Gott, alles, was du uns schon geschenkt hast in den vergangenen Jahren. Herr, erhebe du dein Antlitz bitte, über uns. Schenke bitte uns deinen Frieden, ja, deinen Segen in dieser ja, Welt, Herr. Gott. Wir danken dir, Herr, dass du uns alle mit deinem Segen jetzt entlässt. Halleluja. In deinem wunderbaren, Halleluja, herrlichen Jesus. Ja. Amen. 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 Gott. Treuer himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen Gott, für die unermessliche Gnade, Halleluja, und für dein lebendiges Wort, Halleluja, das wir jetzt hören dürfen, die Zubereitung Gott, für deine Wiederkunft, für die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, Herr. Herr, du hast dich uns persönlich geoffenbart, Herr, und die Geheimnisse deines Willens kundgetan. Herr, wir leben in der Zeit, wo sich deine Verheißung erfüllen, in unserer Mitte, in unserem Leben, oh Herr, und wir schauen aus, Herr, nach deiner Wiederkunft, Herr. Schenk Gnade, Herr, Halleluja, dass dein Wort alle erreichen Halleluja, möge, die zum ewigen ja, Leben bestimmt sind. Ja, Herr, öffne noch die Herzen, die Türen, Gott, und Herr, bahne den Weg, dass mein dein Wort Gott, alle erreiche, Herr. Ja, Herr. Dir sei Ehre, Ruhm und Anbetung, in Jesu Halleluja, heiligen Namen. Amen. 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 Halleluja. Treue himmlische Vater, ich danke dir im Namen Jesu Christi für diesen Tag, dass du uns Gott, diesen Tag geschenkt hast, ja, und deine Herr, Wille und Gottes Ratus uns zuteil mein geworden ist durch deine Gott, große Barmherzigkeit. Mein ich danke Gott, dir, dass du hier da hast, deine Brautgemeinde, dass Herr, der Ruf ergangen ist heute an unseren Herzen, ja, und dass deine Braut sich bereit gemacht hat, dir Gott, dem Bräutigam entgegenzukommen. Halleluja. Es ist Abendszeit geworden, Herr, und wir sind Kinder der Verheißung. Gott. Wir sind Spätregen, die verheißende Vater sind in uns. Gott. Wir werden deinen Geist empfangen, weil mein du verheißen hast, Gott, Herr, gepriesene heilige Name. Halleluja. Und ich danke dir für deinen treuen Knecht, dass er mit deiner Braut dir ausführen wird. Wie damals Isaac, Gott, zu Isaac wurde der Braut geführt, zur Abendszeit. Und der Rebekka ist gezogen mit treuen Knecht. Mein und du hast deinen Knecht begnadigt. Mein das Acht gibt Gott, auf dein Wort.
auf deine Braut, Herr, in unserem Herzen. Du wirst eine Brautgemeinde haben. Zur Abendzeit wird dich herausgeführt. Und Herr, wenn die Posaune tönen wird, wir werden gemeinsam betrübt sein in eine Helligkeit. Ich danke dir, dass dein Wort heute nicht leer zurückgekehrt ist, sondern ausgerichtet hat, wozu sie gesandt hast. Gepriesen der heilige Name. Ich danke dir dafür. Singe meine Brüder, meine Schwester, und mir diese Botschaft weiter erschallen, Herr, über die ganze Welt, zu Ehre und zu Ruhm deines Namens. Gepriesen der heilige Name. Ich danke dir dafür. Im Namen Jesu Christi. Amen. 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 Ist noch ein Bruder, der, wo immer er jetzt sein mag, noch danken möchte? Ist noch jemand, der danken möchte? Ja, allmächtiger Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, Gott, dass wir diese Botschaft aufgenommen haben. Ja, Herr. Dieses Wort, wo du uns predigst, oh Gott, hineingekommen sind, der unsere Herzen geöffnet hat. Oh Gott. Begleitet hast bis zum heutigen Tag, dass wir auf dem Wort gebeten sind. Oh Gott. In Jesu Namen. Amen. Haben wir in unserer Mitte noch Gebetsanliegen, die wir dem Herrn bringen können? Hebt kurz die Hand. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, du hast nicht nur alle Verheißungen erfüllt, du hast in deine Blut erkaufte Schar das gesamte Verheißungsgut hineingelegt, völlige Rettung, Heilung, Befreiung, alles hast du uns geschenkt, o Herr. Und aus deiner Fülle haben wir schon genommen Gnade um Gnade. Und heute bitten wir für alle, die durch Prüfungen gehen, geliebter Herr, mach es wahr, was du in Jesaja 43 sagen ließest. Und wenn du durchs Feuer gehst, ich werde mit dir sein. Wenn du durchs Wasser gehst, es wird dich nicht ersäufen. Ich werde mit dir sein. Geliebter Herr, sei mit allen, die durch schwere Prüfungen zu gehen haben, ob sie geistlicher, seelischer oder leiblicher Natur sind. Sei gnädig, mögen alle im Glauben neu gestärkt worden sein, in dem Glauben, dass du jede Verheißung erfüllst und das wahr machst, was darin geschrieben steht. Dir, dem allmächtigen Gott, möchte ich heute auch dafür danken, dass du, o Herr, in dieser Zeit, wo alles wie Sodom und Gomorra entartet ist, dass du eine Gruppe, eine auserwählte Schar, wie damals Abraham hattest, so hast du jetzt alle, die wir Abraham dir glauben, schenken. Und geliebter Herr, ich stelle den Anspruch im Glauben, dass kein Sodomit, kein Sodomit in der auserwählten Schar ist, dass die auserwählte Schar im Namen Jesu Christi versammelt ist, gewaschen im Blute des Lammes, gereinigt im Worte Gottes, geheiligt, geheiligt und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Du hast damals Sodom getrennt von dem Bereich Abrahams. Und auch jetzt ist die Trennungslinie durchgegangen. Menschen, die dir glauben, ordnen sich unter dein Wort ein und lassen dein Wort gelten
in allen Bereichen. Geliebter Herr, wie viel Dank sind wir dir schuldig, auch für das Alte Testament, für alles, was du damals getan und verheißen, ja sogar für den Eliezer, der die Braut holen konnte, holen durfte, und er fand sie am Brunnen, am Brunnen. Geliebter Herr, deine Braut darf schöpfen, schöpfen aus den Quellen des Heils. Oh, ich danke dir, dass du deinen Ratschluss, den du dir vorgenommen hast, in unserer Zeit ausführst, zum Abschluss bringst. Dir, dem allmächtigen Gott, danke ich auch dafür, dass wir das prophetische Wort haben und nicht klug ersonnen Fabeln folgen müssen. Geliebter Herr, dir, dem allmächtigen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Gott Israels, sagen wir Dank. Und wir bitten jetzt gemeinsam für dein Bundesvolk Israel, o Herr, vollende dein Werk mit der Gemeinde und dann mit deinem Volke Israel. Alles legen wir dir hin. Und wie die Sänger gesungen haben, der Feigenbaum steht in Blüte. Dein Volk ist in das Land der Verheißung zurückgekehrt. Wir sehen alles, was jetzt geschieht, und dürfen unsere Häupter erheben, weil sich unsere Leibeserlösung naht. Segne Bruder Mose, dessen Mutter heute heimgegangen ist. Segne das ganze Haus, die ganze Familie. Oh, sei gnädig, tröste uns alle und sei du mit uns allen. Und besonders lege ich dir alle Jugendlichen hin. Oh Gott, wir weihen dir die ganze Gemeinde, jung und alt, groß und klein. Und alle werden dir glauben und vertrauen und im Gehorsam ihr Leben dir weihen und es biblisch einordnen lassen. Dir, dem treuen Herrn, unserem Gott, sagen wir Dank für diese Andacht, für dein Wort, in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. 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 Ihr mögt euch setzen. Gott, Herr, segne. Wer sagt ein Lied, das wir singen können? Bitte? Lied 700. Lied 700. Ja. Amen. Amen. Gott segne auch Gaben und Geber. Lied 700. Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein. Wenn er mich rufe, so weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut, er ist ja auf Erden schon mein. Und geh in den Himmel ich ein durch sein Blut, so werd ich kein Fremdling dort sein. Ich weiß, Menschen mich selten verstehen, ob Freunde mich lassen allein. Wenn meinen Erlöser ich droben werd sehen,
Es ist unser Zuhause. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und komme wieder, um euch heimzunehmen. Bitte nehmt Gottes Wort ernst, glaubt es, tragt es in eurem Herzen. Wir tragen jetzt die Verheißung und wenn die Stunde schlägt, wird die Verheißung uns hinübertragen. Alle, die Gottes Verheißungen geglaubt haben, werden sie auch in der Erfüllung sehen und erleben. Gott ist treu. Lasst uns noch aufstehen zum Schlussgebet. Bruder Keller, würdest du noch mit uns beten? Würdest du noch mit uns beten? Oh Gott. Lobpreis und Dank sei dir, Herr Jesus Christus, für dieses Wort, das du am heutigen Nachmittag zu uns gesprochen hast. Herr Jesus, du hast uns gesegnet, ja, Herr. Und dafür sei dir Lob, Preis und Dank. Halleluja. Ich danke dir, treuer Herr, für all das, ja, was du uns schon gegeben hast. Ja, Herr. Du hast uns aus allem herausgeführt. Amen. Hast uns auf diesen Weg gestellt. Amen. Und dir wollen wir danken und dich loben und preisen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mit einem jeden gehst, wo du hingestellt hast. Ja, Herr. Sei mit Bruder Frank, bitte. Segne ihn, mein stärke Gott. Ihn bitte. Und salb du seine Lippen, Herr Jesus, Gott. Dass er weiterhin dein Wort uns bringen kann. Mein Gott. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns jetzt mit Herr. Deinem Segen entlässt. Ja, Lob, Preis und Dank sei Amen. Dir in Jesu Namen. Amen. 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 Singen wir näher daheim, bald ist das Werk getan, dann ruhen wir aus daheim. Näher daheim, bald ist das Werk getan, dann bald ist das Werk getan, dann ruhe ich aus. Bruder Graf, sei so gut. O treuer Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Nachmittag, für das Wort, das du zu uns gesprochen hast. Herr, und ich danke dir, dass du es auch so klar und deutlich Amen. Zum Ausdruck gebracht hast, dass es ein jedes von uns verstehen kann. Ja, Herr. Herr, und ich danke dir vor allem, wie es zum Ausdruck gebracht wurde,
Es ist nicht die Botschaft eines Menschen. Es ist deine Botschaft, Amen. Die für die, die für jedes von uns ausgeteilt wurde. Herr, und wir haben sie verstanden. Wir dürfen dazu sagen, Halleluja. Wir haben verstanden, was Halleluja. Du zu uns gesprochen hast. Herr, und ich bitte dich, du mögest die Worte in unseren Herzen bewegen, ja, damit sie wirklich ausrichten können, wozu du sie gesandt hast. Herr, wir loben und preisen dich. Du mögest jetzt mit uns sein. Du mögest mit Bruder Frank sein. Du mögest mit jedem von uns sein. Segne uns an der Stelle, wo du uns hingestellt hast. Und lass uns zum Segen für andere werden. Wir loben dich und preisen dich und geben dir allein die Ehre. Im Namen Jesu Christi. Halleluja. Amen. 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 Und wir geben Grüße mit nach Südamerika an all unsere Brüder und Schwestern. Der Herr sei mit euch und mit allen, die sein Wort glauben. Und jetzt singen wir noch Lob, Ehre und Preis. Lob, Ehre und Preis sei für immer bewahrt, die im Land das von Sünde und selig gemacht. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja, Amen. Halleluja, sei Er hat uns gesegnet. Amen. Amen. Ich habe eine Frage, einen Moment noch. Hattest du es auf dem Herzen, etwas zu sagen? Nein, dann ist es gut. Amen. Der Gnade des Herrn befohlen. Bis